Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo soll es jetzt um Buchstaben und Wortform gehen. Ich habe bereits in dem Einleitungsvideo zur Formalanalyse darauf hingewiesen, dass das ein Unterteil der Gesamtanalyse abgibt. Wir wollen jetzt in diesem Lehrvideo untersuchen, was bei der Analyse von Buchstaben bzw. von Wort Formen beachtet werden muss. Zu den Buchstaben. Wir unterscheiden Klein- und Großschreibung. Wir unterscheiden weiterhin nach der Buchstabenform. Und wir unterscheiden, ob es sich um einheimische oder fremdländische Buchstabenformen handelt. Ich werde dann noch im Einzelnen Beispiele zeigen, die uns illustrieren werden, was damit gemeint ist. Und schließlich zu den Wortformen ist Folgendes zu sagen: Es gibt einfache Wortformen und es gibt zusammengesetzte Wortformen. Die Analyse richtet sich danach, welches Verhältnis zwischen einfachen und zusammengesetzten Wortformen ermittelt werden kann. Und grob ins Auge gefasst kann weiterhin ein Durchschnittsbuchstabenwert von etwas mehr als 5. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.